Moin moin und ein recht herzliches Willkommen zu mir auf meinem Kanal für ein weiteres Video mit der Neulesheimer Transportgesellschaft. Schön, dass du eingeschaltet hast. Na gut, dann haben wir mal den Salzburg. Gucken, wie viele Anfahrten wir da haben. Muss noch warten. Warum muss ich noch warten? Weil das halt so ist. So, spionieren wir mal kurz mal aus, wer denn da noch bei ATS-2 unterwegs ist. Da kräuselt mich echt die Haare mit der scheiß Kamera da. Naja, liegt leider nur am Blaustich, dass mir das nicht so. Naja. Ihr kennt's. Ah, von den Deutschen. Also wirklich viel unterwegs. Geschenke liefern. Naja. Aber so kann man sagen, Grüße gehen raus an die, wo jetzt gerade da am Streamchen sind. Morgen. Weiß ich schon mal ein bisschen im Überblick, wenn ich euch danach gleich wohin schicken kann. So. Also. Sattel mal auf. Ich schick da mich dann. Waage. Immer so eine scheiß Waage. Oh, leck mich nicht, ich. Da fährst du doch bestimmt nicht mit dem LKW durch, ey. Das ist ja hier 40er Zone durch die Gegend, wa? Kannst du ja gleich eine Busparty Pipeline da fahren. Junge, Junge, Junge. Aber immerhin. Immerhin.
Das ist doch ein schöner Motorsound zum Einschlafen, ey. Ich könnte direkt. Naja. Da könnten wir direkt einschlafen. Aber wollen wir nicht. Warte mal kurz. Jetzt ist er gar nicht mehr so blau. Scheint auf jeden Fall viel besser zu klappen. Was ist mit der Radar? Oh, viel besser. Ach, diese Equipment-Kamera, die geht mir sowas von auf die Kacke, ey. Dass das so kreiselt. So. Kampfausfahren. Machen wir heute 8, dann aber. Was sagt uns das? Ganz klar, Feierabend machen. Muss man natürlich einen Clip erstellen. Warte, ist mir wurscht. Ach. Deswegen kannst du auch nichts sehen, ne? Wenn der Scheibenwischer auch nicht da ist. Das kann natürlich nicht gehen. So. Das ist es, was ich brauche.
so eine Ecke wird da. So, Salzburg, willkommen. Bin ich halt schon das zweite Mal bei dem. Ja, warum nicht über die Waage? Ich habe Geschenke, ich bin der Weihnachtsmann. Pünktlich ausliefern. So. Ja. Bam, bam. Ja, bis 9 Uhr muss ich noch durchhalten. Oder 8:30. So lange muss ich noch durchhalten. Ich muss noch was wegschicken. Dann ist nämlich für mich dann auch gut heim. 11 Stunden Pause machen. Jetzt um 20 Uhr dann wieder auf die Achse. Oh.
Echt Nestle? Fand ja so Tankwagen durch die Gegend. Fertige Cornflakes. Wird bestimmt einer hinten dran stehen mit so einem mit so einer Pistole. Ja, fährt er zu Hause. Ah, aber Frühstück. Drive Cornflakes. Mein lieber Schnee und Master. Als böse Ende könne. Mann, oh Mann, ich will doch keinen hier anstecken. Aber so wird das hier jetzt wieder so richtig schön schneiden. Also der Mod gefällt mir richtig gut, ey. Also den lasse ich auf jeden Fall jetzt noch drin. Bis Februar. Ach, und ich hab gedacht, der fährt jetzt ab. Ja. Ja, meine Reifen sind auch schon ganz schön runter. Oh. Die nächste dürfen wir aber raus, oder?
So, am Sören aus Salzburg gekommen. Auch schön. Ach, der lässt uns raus, das ist auch sehr nett. Direkt eine rote Ampel. So, wir müssen hier hin. Ach du liebe Güte. Vorteil hat es auf jeden Fall schon mal gehabt, kommt mal kein Auto entgegen. Kann man so zwar stehen lassen, aber zufrieden bin ich nicht. Ah, Papierkram. Das gehört auch dazu, der Papierkram. Seite 4. Ich lasse meinen Bleistift hin. Ach, da deckt er.
Da kräuselt's noch. Immer die rechte Seite, ne?
Das passt ja. Ist sogar besser. So, gut, dann koppeln wir das ganze Ding da mal ab. Sorry, aber da muss man gerade nochmal durch. So. Hat er denn jetzt als 8er gerechnet? Oh, Nürnberg war auch nicht schlecht. Sogar heimwärts. Ja, wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, das machen wir. Das Ding geht nach Stuttgart. So. Ist mir egal, ob das Ding voll ist. Zählt trotzdem. Anfahrt sind 14 Kilometer, passt ja. So, dann holen wir uns dann mal. So, das wird dann aber für heute die letzte Tour dann sein. Wenn wir dann den Hänger drauf haben, nach Stuttgart anfahren. Wie gesagt, die VODs könnt ihr dann alle nachhinein noch schauen. Und für die jeweiligen Playlists auf YouTube wird es natürlich auch ein bisschen bearbeitet.
Hey, wäre für einen Multiplayer gar nicht mal so schlecht. Hier so ein Treffpunkt Pizzahaus. Salzburg. Also nicht, dass ich Hunger auf Pizza bekommen würde, aber... Junge, was ist denn mit dir los? Was stehst du darum? Ach. Wodka, Wodka, Wodka. Wodka, Wodka, Wodka. So, hier war ich natürlich auch. Mit. Jetzt erfahre keiner, Mann. So, wie fährt er denn uns denn? Er hat uns einen schicken Autobahn, Autobahn, Autobahn. Mit einer kleinen Unterschied hier rein. Das passt uns schon besser, ne? Stimmt, ich wollte noch was gucken. Haha, Andy. Wenn man schnell was googeln muss. Eieiei. So, schönen guten Morgen erstmal bei euch da raus. Ich hoffe, ihr seid gut aufgestanden. Habt alle noch ein schönes Käffchen getrunken. Ich darf leider nichts mehr trinken. So. Ich will Post schreiben, nicht Pist.
Wie ich mir gedacht habe, schlie. Mach um 9 erst auf. Na, das passt ja. Freunde haben AB und so. Na dann. Letztes Türchen. Türchen für heute, ja. Türchen. So, Abfahrt. Freunde haben AB und so. So, Stuttgart, willkommen. Home sweet home. So, perfekt. Echt, auch wieder ein LKW-Parkplatz. Gibt's auch einige. Ich meine, auch wenn es nur die Standardkarte ist, aber sie entwickelt sich wirklich immer weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich Stuttgart entwickelt. So wollte ich das gerade raussprechen. Auch gut. Wird Zeit für Feierabend, ey. Aber Hauptsache ist Stuttgart. Schauen wir mal. So. Was war das denn für eine... Ja, es wird Zeit für Feierabend. Der Besoffene kann schon gar nicht mehr fahren. Ach, du liebe Güte, das habe ich ja schon von der Frontkamera drin, na, dass man sehen kann, aber... Mann, Mann, Mann. Schlimm, schlimm, schlimm.
Ich könnte jetzt genau noch 3 Stunden fahren. Also lenken. Ah, da ich morgen ein bisschen später angefangen habe als sonst, zieht sich der Plan ein bisschen noch 2 Stunden hinten raus. Dann mal. Rutschen mal wieder. Da haben wir kein Profil mehr auf der Reife. Kann ich auch schon fast sagen. Kurz mal auflisten. Was wir nämlich halt verdient haben. Bevor ich nämlich dann den nächsten Mod aktiviere. Rail Company Mod. Der mir dann komplett die Werte umhaut, was man verdient. Weil das war ja auch noch so ein Punkt, wo wir uns dann quasi mal ein bisschen uns nähern. Weil ich hätte gern die Kamera ein bisschen anders da positioniert. Also ich habe jetzt die, wo man schön drauf gucken kann, aber die hätte ich gerne von oben schön aufs Equipment drauf. Ja. Es wird vom Kabel her auch gehen, aber ich müsste mir dann halt gucken, wie ich halt einen Bereich komplett irgendwie dafür nutze. 2 Kameras quasi. Also ich will euch schon zeigen, wie man so ein schönes Bedienelement hier hat. Ach, kann man gleich drüben bleiben. Ach, nicht schlecht. So. Thank you.
Oh ja, voll die Dröhnung jetzt hier. Nochmal richtig zum Abschluss hier. Oh, leck mich doch an der Dash, ey. Ist doch nix. Ja, wie immer. Mein Gott, dieser CO2 hier. Sitzwärmer da, ey. Du siehst nichts mehr. So ein Unfall bei dem Wetter. Ui. Wo kommst du denn her? Da frisst er ja richtig hier einen drauf, ey. Hab ich gar nicht gesehen, ey. So, ich bezweifle, dass das Scania heute fertig wird aus der Werkstatt. Weil bei dem steht nämlich auch schon wieder, oder steht mal wieder die Hauptuntersuchung an. Es kann dann nämlich gut möglich sein, dass wir dann nämlich dann mit dem DAF unterwegs sind.
kann einfach mal gucken. Was dann nämlich nachher das Büro sagt. Also, der nächste erst. Wunderbar, sind wir fast bei 8 Stunden, 18, 8,5. Das ist lang für den Anfang. Für die missliche Panne heute Morgen. Achso, das habt ihr noch gar nicht gesehen. Ha, mein Firmenschild gibt's schon da oben. Ich fahre da einfach und ich zeig's euch nicht. Doch, Jesus, mein Gott. Ja. Es gibt noch einiges, was sich da noch ändert. Aber der Chef selber muss auch mal wieder fahren, ne? Der kann ja nicht nur. Gammeln, gammeln, gammeln und ein Subunternehmer fährt nur, ne? Naja, aber auch noch ganz knapp. Aber auch noch ganz knapp abgeschätzt. So.
99. Tour sind in Stuttgart angekommen. Hätten wir noch ein bisschen weitergefahren können, oder wären wir jetzt noch ein bisschen weitergefahren, hätte man dann noch die 100.000er geknackt. So. Abkoppeln. Ich freue mich schon wieder im Büro die Abrechnung dann zu machen.